Es wird bestimmt so ein Segen sein, wenn wir jetzt hier so reingesuchtet haben und alles immer aufgefüllt haben. Und irgendwann, meine Freunde, daraus müssen wir unbedingt einen Clip machen, wenn denn der Mitarbeiter kommt, der hier einräumt. Oh, ich glaube, das wird dann so ein Segen. Was meint ihr? Ich glaube auch, oder? Ihr meint auch, ihr guckt da eh nur zu, aber trotzdem. Ich glaube, wenn der Mitarbeiter kommt, der hier einräumt, oh, das wird dann so geil. So, Hähnchen. Kartoffeln, Pommes, Toilettenpapier. Oh, ich, oh mein Gott, fast die Frau erschlagen. Neuntausendachthundertdreiundzwanzig. Ui, da hat einer aber Kohle gemacht. Aber jetzt mega. Wir haben das alles ein bisschen teurer gemacht. Jetzt haben wir richtig Kohle hier. Wir sind kurz vor den 10k. Neues Ziel heute. Statt Laden vergrößern und mehr Produkte haben wir jetzt die 10k gemacht. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir Laden vergrößern und wieder mehr Produkte. So. Letzten Kunden hier. Let's go. Ah. 10k, 10k. Wer macht die 10k? Hans oder Peter? Nee, Hans oder Günther? Hans oder Günther? Oh, Günther 69. Und Hans? Hans macht die 10k voll. Sehr schön, Hans. Du bist Mitarbeiter des Monats. Sorry, Günther. Super. Oh, 10k ist eine schöne Zahl. Das ist echt eine schöne Zahl auf jeden Fall. Wir haben noch einige Kunden am Start hier. Aber müssen wir schaffen, die 10k. Kartoffelsack. Ja, ich möchte eigentlich nichts ausgeben jetzt. So. Komm, ein Kartoffelsack kaufe ich. Sind da 4 Stück drin. So. Oh ja, schaffen wir doch, easy. So, und wir haben nochmal die 10k erreicht heute. Zum zweiten Mal. Wir mussten noch Rechnung bezahlen. Sehr schön. Okay, sehr nice. Wer macht jetzt die 10k voll? Oh, jetzt war das Günther. Eieiei. Jetzt haben wir einmal Hans, einmal Günther hat die 10k voll gemacht. Okay, dann seid ihr beide Mitarbeiter des Monats. Müsst ihr euch jetzt teilen.